rappeln wollte, um den Münchner Bayern ein Bein zu stellen, die Nürnberger zu erkennen in den weißen Trikots. Da war zum einen mal der Derby-Charakter, der immer besondere Kräfte freisetzt. Und zum zweiten hat man ja noch attraktive Heimspielgegner. Ich denke da an Stuttgart, Hamburg und Dortmund. Und da will man natürlich ein bisschen für den Kartenvorverkauf werben, um noch etwas mehr Zuschauer ins Stadion zu locken. Wenngleich man sich natürlich aufgegeben hat an einen Verbleib im Fußball-Oberhaus, glaubt wohl beim 1. FC Nürnberg niemand mehr. Die ersten Sekunden in diesem Spiel, ein vorsichtiges Abtasten auf beiden Seiten. Die Bayern hatten ja große Probleme mit ihrer Abwehrreihe. Udo Lattek ging bis auf Klaus Augenthaler sämtliche Abwehrspieler ab. Es fehlten Bernd Dürnberger, Wolfgang Bremmler und Bertram Beierlorzer. Das ist Wolfgang Kraus. Foulspiel erkannt vom unparteiischen Rüdiger Wuttke aus Oberhausen. Der das Spiel laufen ließ, nicht kleinlich pfiff, er ließ vieles durchgehen. Søren Lerby, der Däne. Dieter Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Ja, das war die erste riesengroße Möglichkeit für die Gäste aus München, hier zum Torerfolg zu kommen. Und dann der 1. FC Nürnberg, mit diesem Freistoß getreten durch Täuber. Alois Reinhardt. Und da macht er das Tor, der Nürnberger Vorstopper, der ja von den Münchner Bayern umworben war, vielleicht immer noch ist, aber es scheint so, als sollte er nach Leverkusen gehen. Hier noch einmal diese Szene. Jean-Marie Pfaff hier etwas unglücklich. Und dann der Nachschuss des Nürnbergers. Es war die 4. Minute und der Klub war in Führung. Die Münchner mit Kraus. Sehr emsig im Mittelfeld. Karl-Heinz Rummenigge. Ja, da fehlten nur Zentimeter. Er hatte Pech heute. Der Münchner Kapitän hatte keine allzu großen Probleme mit seinem Gegenspieler, dem Norweger Anders Hiske auf Nürnberger Seite. Aber wie gesagt, Karl-Heinz Rummenigge hatte Pech mit seinen Schüssen. Das ist Lieberwert. Ja, und das war ein Schock für die Münchner. Das 2:0 nach 10 Minuten. Der Tabellenführer also kalt erwischt im Nürnberger Stadion. Lieberwert, hier sehen wir ihn noch einmal in Aktion, der erst seine 7. Partie für den 1. FC Nürnberg in dieser Saison bestritt. Die ersten Minuten ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften. Dieter Trunk, auch er ist von den Münchner Bayern umworben, soll, so sagt man, 1 Million Ablöse kosten. Hans Pflügler. Da sieht er links Søren Lerby laufen. Und nochmal Pflügler und der Anschlusstreffer. Nur 1 Minute später verkürzten die Bayern auf 1:2. Pflügler, der sich wirklich großartig gemacht hat im Laufe dieser Saison. Hier noch einmal dieser schöne Doppelpass, das Zusammenspiel zwischen Pflügler und Lerby. Ja, und da sieht die Nürnberger Abwehr schlecht aus. Der Ball ist im Tor. Spielstand also 2:1. Aber Udo Lattek scheint nicht zufrieden mit seiner Elf. Vielleicht hadert er immer noch mit dem, was sich in seiner Hintermannschaft tat. Man merkte, dass da die Stammspieler fehlten. Da ging einiges drunter und drüber. Karl-Heinz Rummenigge. Und sein Bruder Michael. Ja, die Bayern hatten einige gute Möglichkeiten, hier zum Ausgleich zu kommen. Zur Halbzeit vor 40.000 Zuschauern. Spielstand also 2:1 für die Gastgeber aus Nürnberg. Dann dieser Freistoß. Udo Lattek brachte Reinhold Marti für den angeschlagenen Michael Rummenigge. Und schauen Sie hin. Marti erzielt den Ausgleich, das 2:2 in der 48. Minute. Ein Glücksgriff also für den Bayern-Coach. Zunächst hier Augenthaler. Ein vehementer Schuss. Dann Dieter Hoeneß im Nachsetzen, nachdem Kargus hier wirklich nur abklatschen kann. Und dann ist Reinhold Marti da und drückt das Leder über die Linie. 48 Minuten gespielt. Marti sein Tor. Manfred Borgsmüller. Die Nürnberger kämpften, aber sie konnten natürlich in puncto spielerische Linie mit den Bayern nicht mithalten. Da gab es eindeutig Vorteile für die Münchner. Wieder Marti hier am Ball. Dann Augenthaler. Ein Postenschuss. Kann man im Bild den
Libero des FC Bayern, der später ausgewechselt werden musste gegen Bernd Martin. Er hat sich an der Schulter verletzt und zwar ziemlich hart. Und schauen Sie, was der eingewechselte Martin hier macht. Ein derbes Foul an Dieter Trunk und da verscherzt er sich natürlich alle Sympathien, die er hatte. Er bekam dafür von Schiedsrichter Wuttke zu Recht die gelbe Karte. Und es gab für den Ex-Stuttgarter ab diesem Moment nur noch vehemente Pfiffe im Nürnberger Stadion. Nach dieser Attacke gegen Dieter Trunk. Hier wieder Martin am Ball. Er ist schon ein Riesentalent. Ranzer Labi, eine glänzende Parade von Rudi Kargus, der zurzeit noch in den Vertragspokerrunden steht, so wie ich es mal formulieren. Es ist noch nicht ganz klar, was mit ihm passiert. Wieder Labi, Dieter Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge läuft mit. Ja, und der Münder-Kapitän ärgert sich, der hätte angespielt werden wollen. Allerdings Dieter Hoeneß auch in aussichtsreicher Situation mit Pech. Wieder Wolfgang Kraus. Sören Lerby. Rummenigge. Und Flügler. Marti. Und sein zweites Tor. Das 3:2. Und da zog man natürlich Parallelen zum Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln, als Marti eingewechselt wurde. Beim Stand von 0:0 und zwei Tore zum 4:2 Sieg der Münder Bayern beisteuerte. Hier noch einmal diese wirklich schöne Aktion dieses Riesentalents der Münchner. Wenn er nur nicht so oft verletzt wäre, er wäre ein Mann für die Zukunft. Vielleicht ist es jetzt. Das sind in den letzten Minuten dieser Partie. Man merkte, dass das Spiel gelaufen war. Bei den Nürnberger war etwas der Druck raus. Man hatte eine gute Partie gezeigt in den ersten Minuten. Der Stadionsprecher warb bereits für die Spiele gegen Hamburg, Stuttgart und Dortmund. Und man erhofft sich natürlich regen Zuspruch, dass etwas Geld kommt in die ohnehin leeren Kassen. Man fürchtet ja mancherorts um die Lizenz der Nürnberger. Man versucht einen Neuaufbau, um Manni Burgsmüller, den 34-Jährigen, eine junge Mannschaft zu formieren, um sich dann wieder hochzuarbeiten in der zweiten Liga. Die Radikalkur hat ja begonnen vor Wochen, als man Hintermeier und Abramczyk in die Wüste schickte. Man bat sie, einen neuen Vertrag zu suchen bei irgendeinem anderen Verein. Man verkauft eben Alois Reinhardt, Werner Heck geht zurück nach Mannheim. Also Radikalkur beim 1. FC Nürnberg, das hat er auch nötig, das muss man sagen. Die 91. Minute, Norbert Nachtwey. Der Schiedsrichter lässt etwas länger spielen wegen einiger Verletzungspausen. Und das 4:2. Ja, und da wurden Erinnerungen wach an das Pokalfinale am 1. Mai 82 in Frankfurt. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, meine Damen und Herren, als die Bayern aus seinem 0:2 auch ein 4:2 machten und damals deutscher Pokalsieger wurden. Hier noch einmal dieser Schuss von Norbert Nachtwey. Das war zugleich der Schlusspunkt in dieser Partie. Der FC Bayern gewinnt standesgemäß, so muss man sagen, wenn der Erste gegen den Letzten spielt, mit 4:2 und wahrt damit weiterhin seine Meisterschaftschancen. Für den 1. FC Nürnberg war ohnehin alles vorbei.